Hallo, hier ist wieder der Brennan von pvplay.de und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Session Minecraft Hardcore. Es ist dunkel, also gehen wir erstmal pennen und dann legen wir mal voll los hier. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich unser Dachboden, naja. Hier mal ein paar Kisten, was sagt denn unser Inventar? Werkzeug kann man dabei, hacken, ja, ich würde noch eine Hacke auf jeden Fall bauen, da so, okay. Nochmal beachten, glaube ich. Bei Zeiten. Müssen wir uns da mal ein richtiges Lager. Hier unten sind auch noch genau. Ein richtiges Lager. Vor allen Dingen, das brauchen wir nicht. Ich würde nämlich sagen. Ach, was haben wir hier? Wir haben, genau, wir haben Felder gebaut beim letzten Mal. Kann das sein, ja? Glaube ich schon. Ich würde mal sagen. Fackeln haben wir noch. Bauen wir nochmal zwei Steinhacken. Jo. So, Erde, Wasser, ein paar Bretter, Kohle, Leitern. Alles, was wir brauchen. Und dann gehen wir mal wieder hier runter. Rüstung haben wir auch, ne? Ja, bis auf eine Brustrüstung. Oh. Hoppla. Kontrolliere das nur mal, dass hier nicht irgendwie. Da ist offen. Da waren wir auch, glaube ich, noch nicht. Ne? Wie war denn das hier? Müsste jetzt kurz entschuldigen. Ich war schon. Dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist schon ein bisschen her. Okay, hier ist ein totes Ende. Das, da könnte man auf jeden Fall noch weiter buddeln, aber machen wir jetzt natürlich nicht. Ich habe nämlich jetzt Lust, da hinten hinzugehen. Weil da ist ja auch ein Gang. Und das werden wir jetzt mal tun. Lassen wir mal ein bisschen. Bisschen was hier auch erleben. Der Pingel durch. So. Ja gut, ich will das jetzt nicht so ganz genau machen hier überall. Das ist mir jetzt auch zu. Ach, hier waren wir auch schon. Hier haben wir uns schon ein bisschen in die Wand gehackt. Anscheinend. Okay. Wie weit sind wir denn hier? 58, ja, da sind wir noch lange nicht unten. Okay. Also machen wir wahrscheinlich nur hier. Okay, hier ist alles Ende. Gut. Dann würde ich schon mal sagen, dann machen wir es hier doch mal ein bisschen schön. Und dann haben wir nämlich genau auch einen Weg und wissen, wo es lang geht. Das ist immer ganz angenehm. Außen können wir die Steine ja gut brauchen. Ui. Ja, das war natürlich jetzt blöde. So, Stein, ach, was ich das. Erde können wir schon mal da hinlegen und ich würde sagen, die Steine legen wir auch schon mal parat. Da packen wir es mal hier alles so ein bisschen an der Seite, so. Da war ich anscheinend schon mal und da war dann nichts mehr, okay. Aber vielleicht können wir uns da, obwohl, nee, da habe ich nicht zugebuddelt. Hier waren wir auch. Bisschen Strip Mining anscheinend. Aber. Uiuiui, was haben wir denn da gemacht? Leute. So, ich würde sagen, das bauen wir wirklich mal zu. Und hier. Ui. Ich wollte gerade sagen, wir gehen hier noch einfach mal hier die Reihe weg. Damit wir hier einen doppelt so breiten Gang haben. Oder das ein bisschen angenehmer dann ist einfach. So. Okay, aber anscheinend gibt es hier eine Höhle. Und dann gehen wir doch da auch mal rein. Oh, hier kann man, glaube ich, nicht so viel erkennen. Ah, okay, das war es schon. Super. Dann brauchen wir da auch nicht weiter, dann gehen wir hier weiter. Ich würde aber, glaube ich, auch mal sagen, weil wir sind ja immer noch auf 56, dann gehen wir einfach mal ein bisschen nach unten, oder?
Sehr schön. Sowas suchen wir natürlich auch nicht. Haben wir noch nicht so viel von. Dann machen wir hier oben den Reihe auch noch weg. Denn dahinter ist... Oh, da ist ja noch mehr Eisen. Oh, das lohnt sich. Das ist eine gute Sache. Haben wir noch was Gutes gefunden. Wir sind ja hier noch nicht so gut bestückt. Ich muss das mal so ein bisschen organisieren auch, weil wir ja auch noch ein Together spielen. Und da steht auch noch ein anderes Projekt wahrscheinlich an bei, im Rahmen von Minecraft. Und Singleplayer nebenher, just for fun auch noch. Und deswegen ist das hin und wieder schon mal ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber ich denke, das sollte alles noch im Rahmen des Möglichen sein. So, auf jeden Fall haben wir hier noch nicht so viel Eisen. Und da müssen wir mal gucken, dass da noch ein bisschen was zukommt. Und natürlich wollen wir Diamanten haben. Da ist schon Kohle, das ist auch gut. Die nehmen wir auch der gerne, gerne mit. Den da auch noch weg. Zack. Alles schön Erfahrung. Wir müssen ja alles mitnehmen. Und, braucht man nicht aufbewahren für zukünftige Leben. Denn wenn wir tot sind, sind wir tot. Oh, schon die nächste Hacke weg, ey. Das gibt es doch gar nicht. Ich setze da mal lieber eine Fackel hin. Nehme ich danach. Oh, nicht. Oh. So, jetzt. Oh, Mann. Kurze Verwirrung. Will nachher auf keinen Fall überrascht werden. Von irgendwas. Das ist Erde. Okay. Kommt ja schon mal vor. Wo hab ich die Schippe da? Ich will die auch mal ein bisschen zur Seite weg aus, denn wenn da Erde liegt, dann bin ich immer ein bisschen, bin ich immer neugierig. Ja, der Kies, was da so hinterliegt. Kann natürlich sein, dass es irgendwo am Rand liegt, von dem Hügel zum Beispiel, weil wir ja schon relativ tief sind hier auch. Also, wahrscheinlich, okay, da scheint aber nicht groß was hinter zu sein noch. Spare ich mir das auch weiter mit dem Aushöhlen. Den machen wir noch weg. Den. Und dann gehen wir uns hier natürlich das Eisen besorgen. Den müssen wir stehen lassen. Sonst kommt das mit der Treppe nicht aus. So, aber da ist noch mehr. Ist hier vielleicht noch mehr? Nee. Was ist das? Oh Gott. Habe ich schon mal gehört, so ein Geräusch, aber... Im Hardcore-Modus, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das alles nochmal ein bisschen was anderes. Ich würde aber sagen, hier. Das machen wir mal zu. Das stört mich nämlich. Irgendwie. Eieiei. Da machen wir lieber noch eine Fackel. Wie weit sind wir jetzt? 40. Okay, da sind wir auch weit von den Diamanten weg. Wäre natürlich super cool, wenn wir direkt welche finden würden. Das direkt auch für eine Hacke reichen würde. Das wäre grandios. Ich auch gerne mal ein bisschen was erkunden auf der Karte. Vielleicht finden wir da irgendwie eine Schlucht. so eine Erdspalte. Wo es sich richtig lohnt, auch mal reinzugehen. Normalerweise ist das immer ganz erträglich. Oder sagt man erträglich? Erträglich, ertragsreich. Weiß nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Da sind immer viele Rohstoffe und
bietet sich meistens an, da reinzugehen. Also ich gehe da ganz gerne eigentlich rein, wobei ich mich eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten baue ich mich doch tatsächlich unter meinem Haus in so ein unterirdisches Labyrinth rein, in so einen Keller, weil da kann ich dann immer im Schutze meines Hauses quasi unterirdisch forschen, erforschen. Bei so einer Schlucht ist ja immer, wenn ich dann da raus muss und alles, ah, das ist immer so eine Sache. Entschuldigung. Ja, das Problem ist halt bei diesen Schluchten immer, bei diesen Gräben, also im Englischen nennen die das immer Ravine. Das ist irgendwie, keine Ahnung, was die Übersetzung ist, aber das ist eigentlich, finde ich, einen coolen Namen irgendwie, weiß nicht. Da ist ja auch immer das Problem, erstmal reinzukommen oft. Weil man will ja da nicht runterspringen. Und, oh, stopp, so mal, da. Da müssen wir weiter runter. Da müssen wir gleich wieder. Habe ich eine Kiste an der Reihe? Eine Workbench? Nee. Müssen wir mal eine bauen. Bretter haben wir ja zum Glück dabei. Ich mache das ja nicht so wie das andere Let's Player machen, dass ich wirklich alles aus den Taschen rauspacke. Lohnt sich hier sowieso nicht, denn wenn ich tot bin, bin ich tot. Ist ja Hardcore-Modus. Aber würde ich auch im normalen Modus nicht machen. Also ich habe immer gerne ein gewisses Maß an Dingen dabei. So. Mal kurz hier. Das kühle Kaltgetränk einer bekannten Marke nachfüllen. Um die Stimme noch ein bisschen bei Laune zu halten. Zu diesen späten Stunden. Zack. Ja gut, am schnellsten geht es natürlich, wenn man sich einfach nach unten buddelt an zwei Stellen. Wenn man sich so ein Leitertunnel baut. Das mache ich auch oft. Aber mal gucken, wo uns das jetzt hier hinführt. Kohle. Weil klar, so kriege ich natürlich viel mehr mit, als wenn ich jetzt nur an zwei Klötzen zum Beispiel nach unten buddel. Aber es geht natürlich schneller, kommt man schnell damit nach unten. Viel Kohle, viel Kohle, viel Kohle. Das ist gut. Jo. Ja, ansonsten kann ich euch echt sagen, also ich werde das jetzt mal auf jeden Fall bei den nächsten Folgen, weil unser Haus ist ja fertig. Ich werde das bald in den nächsten Sessions jetzt immer so halten. Dann würde ich sagen, machen wir noch hier einfach mal so eine kleine Plattform auf. Hoppla. Und gehen hier weiter nach unten. Welches so erhalten auch, dass wir ein bisschen. Die Leiter brauchen wir im Moment nicht. Ein bisschen mehr den Fokus aufs Erforschen auf jeden Fall legen. Einfach um da. Ein bisschen Spannung reinzubringen, weil ich brauche keinen Hardcore-Modus spielen, wenn ich die ganz. Oh, Scheiße. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Wenn ich die ganze Zeit in meinem Haus rumknüppel, dann das bringt ja auch nichts. Ne? Deswegen, also wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Action reinbringen. Ein bisschen mehr, wie gesagt, erforschen. Rumlaufen. Vielleicht mal ein bisschen auch draußen die Oberfläche erkunden. Vielleicht haben wir irgendwo ein Dorf oder Tempel. Wir sind ja nicht unbedingt in der Wüste jetzt, ne? Und ich glaube, Dschungel ist auch nicht in der Nähe. Aber ich habe auch noch nicht viel gesehen. Also ich hatte diese. Ne, das ist ja meine Workbench. Ich hatte die Karte mal als, als Single Map ohne
ohne Let's Play gespielt. Aber auch nicht lange. Hatte ich auch wirklich eigentlich nur ein Haus gebaut und ein bisschen nach unten, ein bisschen runtergebuddelt. Und da muss ich doch sagen, gar keinen Hunger, ne?